Ja, auch mal wieder willkommen hier im Untergrund. Das Spiel ist halt jetzt mal abgestürzt und deswegen habe ich mich entschlossen, einen Teilabschnitt zu fahren. Und zwar in Menschenhaus starten wir. Wir waren hier schon mit der letzten Tour durchgefahren. Wir fahren jetzt von hier bis nach Paddington. Das ist eine Station vor der eigentlichen Haltestelle der Circle Line. Ja, ich denke mal, damit können wir gut leben. 20 Sekunden bis Abfahrt. Ich habe schon mal ein bisschen alles vorbereitet hier, dass wir quasi fast fertig sind zur Abfahrt hier. Dann können wir auch gleich starten hier. Ne? Wir werden also ein, zwei Stationen doppelt fahren und dann noch die restlichen Stationen zu Ende fahren. Fahrzeit sind knapp 27 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Genau. So, jetzt fahren wir hier aus dem Abstellgleis raus mit 10 Gamma. Wahrscheinlich noch 35. Tempel kommt als nächstes. Allerdings kommt vorher noch natürlich wieder die Station, die nicht besetzt ist, also die nicht angefahren wird, weil sie geschlossen ist. Ich habe meine letzte Station schon befahren hier mit 10 km/h. Ich hoffe, dass jetzt alles gut geht hier. Außerdem habe ich eine etwas andere Uhrzeit ausgewählt. Wir haben es jetzt hier um 12:40 Uhr. Das heißt, wenn wir nachher mal in die Oberfläche kommen, dann dürfte es schon um einiges, ja, heller sein. Ein bisschen heller zumindest als bei der letzten Fahrt. Außerdem habe ich Sonnenschein ausgewählt. Das ist also ein bisschen besser. So, jetzt können wir auf 35 Meilen pro Stunde beschleunigen. Entschuldigung, soll das denn auch gewesen sein? Hier wieder der außergewöhnlich lange Aufenthalt in der geschlossenen Station. Die eben halt, wie gesagt, heutzutage schon wieder offen ist. Wir können ja mal komplett ohne den Beleuchtung fahren. Da kommt eine Gegenbahn, ein Gegenzug. Ab Metz da. Ja, die Abstürze, die hat man halt hier öfter mal in dem Spiel. Das ist nur eine 32-Bit-Anwendung und das ganze Spiel ist auch ein bisschen sehr verbuggt, aber trotzdem hat es auch seine schönen Seiten.
Und hier hat er irgendwie U-Bahn oder auch Eisenbahnsimulation gemacht. Der sollte sich die Spiele auch mal kaufen hier. Also, das bereue ich nicht. Zumal es dürfte nicht mehr allzu teuer sein auf dem Steam-Markt. Wenn man noch nicht weiß, was man sich im nächsten Steam-Sash kaufen wird, dann ja, ein Tipp: World of Subways. Ja, Charing Cross, ein Bahnhof der großen Eisenbahn, der sich hier in der Nähe befindet. Das war auch zu spät. Ich habe so einen Kopf nicht mehr mit. Ein Gegenzug der Circle Line. Ja, als nächstes kommt der Westminster. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Westminster oder eine Station weiter, dass da bei der letzten Part das Spiel abgeschmiert ist. Das heißt, dann betreten wir hier auch wieder Neuland. Und wir dürfen mal wieder 40 hier, die 40 ausfahren. Wunderbar. Aber da kommt schon die Reduzierung auf 35. Kann hier auch auf Schiff steigen. Genau. Gut, mit den Daumen ausgebrochen. Also kann man die Tür mal wieder schließen hier. Und dann kommt das jetzt das St. James Park. Ja, das sieht lustig aus, die Station. Auf jeden Fall froh mit Bildern versehen. Genau. Jetzt haben sie die Linie mit der District Line. Die fährt dann ab South Kensington geradeaus weiter. Dann wieder nach rechts abbiegen. Also. Tür schließen. Und ab. Nächster Halt. Victoria.
Ja, und auch hier Umstieg zur großen Eisenbahn. Und geht's weiter. Sloane Square. Ein bisschen spät gehalten. Einmal muss man immer das mitnehmen. So, dann kommen wir zum South Kensington Bahnhof. Joa. Und dann nehmen wir trotzdem langsam im Streckenende. Das rote Signal gilt nicht für uns. Nee. Ist ein gelbes, das dürfte für uns eventuell gelten. Das ist auch die Gegenrichtung, nächste Gegenrichtung. Ja, ein Grün ist hier auf unserer Seite. Aber jetzt haben wir schon wieder längere Fahrzeiten zwischen den Bahnsteigen, zwischen den Bahnhöfen, weil wir hier schon wieder ein bisschen jetzt außerhalb des Zentrums kommen. Aber ich glaube, wir sind, haben wir gerade erschrocken wieder. War gerade rot angezeigt worden. Na gut. Aber hier sieht man ja schön, dass es. Hier sieht man hier, glaube ich, dass es ein bisschen später am Tag ist. Gutes Wetter sieht man auch im Spiel hier.
Ja, ich könnte mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit lassen zwischen den Stationen hier. Weil ja, ich fahre hier sehr, sehr zackig und schneidig. Und wieder geht's in den Tunnel. 35. Gloucester Road ist unser nächster Stopp. Um mein Englisch. 25 ab da vorne. Genau, hier. Kommen wir irgendwie noch umsteigen. Weil gleich biegen wir ab Richtung Norden nach Highfield Kensington. Da kommt Nossing Hillgate, Bayswater, und da kommt schon unser Zielbahnhof Paddington. Und ja, dann fehlt im Prinzip noch eine Verbindung zur Station Ed Road, und dann haben wir die komplette Linie zusammen mit dem letzten Video gefahren. Und ja, normalerweise kann ich das Spiel in der Richtung durchspielen. Gegen den Uhrzeigersinn stürzt er bei mir immer ab. Meistens so für Altgate. Ich habe eigentlich einen relativ guten PC, ich weiß nicht, wann das liegt. Ich habe es auch auf einer SSD installiert. Das Spiel. Es läuft ein bisschen besser seitdem. Ja, ich plane vielleicht noch ein paar Videos von Twinsula zu machen, von der U-Bahn dort. Und ja, vielleicht auch mal ein paar andere längere Fahrten da. See oder so. Muss ja nicht immer mit der U-Bahn sein. So, abbremsen hier, das Schild, das war fies umgestellt worden. Das hat man auf der Seite gelegen da gerade eben. Und hier links geht jetzt wahrscheinlich dann die District Line und die Piccadilly Line weiter in Richtung Westen, während wir in Richtung Norden fahren. Hier sind Kreuzung en masse. Ich bin schon wieder abgestürzt, ich werde nicht mehr. Nicht schön sowas. Ja, tut mir leid. Dann werde ich dieses Video trotzdem hochladen. Und ja, hoffe mal, dass es bei euch nicht auftritt. Wie gesagt, kann auch eine Aufnahme liegen. Aber im Normalfall müsste in diese Richtung einmal komplett durchspielbar sein. Ja, und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und man hört voneinander. Vielen Dank fürs Zusehen.